Hallo zusammen, nach einem fetten geilen Sommer meldet sich der Winter wieder zurück und wir haben uns auf den Weg gemacht und sind für euch den ersten Schnee gerockt und filmen. Wie das ausgesehen hat, das seht ihr jetzt im ersten Borders Valley Podcast. Viel Spass! Wir sind für eine Woche lang sind wir ab nach Hintertux gegangen, eine kleine Gruppe von Borders Valley, voll gemütlich. Und ein Volk hat zum dort den Park geschreddert. Leider haben wir nicht so Glück mit dem Wetter. Und durch das haben wir nur am ersten und am letzten Tag können wirklich im Park filmen. Aber schlussendlich haben wir das Beste daraus gemacht. Am ersten Tag war der Park sehr geil, wirklich perfekt geshaped. Wir haben einfach gesagt, am ersten Tag tun wir lieber ein bisschen einjeben, nehmen es easy, gehen ein bisschen über die kleinen Kicker, dort ein bisschen dumm tun. Und dann wollten wir eigentlich am nächsten Tag loslegen und auf die grossen. Und dann eben, wie gesagt, war das Wetter scheiße. Durch das eben Snowboard ein bisschen kurz geraten ist, wegen dem Wetter, haben wir uns halt anderwärtig unterhalten. Ja, Hintertux ist eigentlich noch ziemlich lustig. Bis du mal im Park oben bist, musst du mit 3 Gönnchen rauffahren, 3-mal umsteigen. Aber schlussendlich sehr gemütlich. Wir haben im Gönnchen immer können zum Morgen essen, haben unsere Semmel, unsere täglichen zum Morgen Semmel dort können essen. Und einfach noch mal ein bisschen chillen, bevor es losgegangen ist. Wenn jemand unter die Leine durchgeht, muss er damit rechnen, dass er wahrscheinlich nicht mehr nach Hause kommt. Oder wenn er in eine A-Spalte fällt, das ist ganz gefährlich. Wie gesagt, die ganze Woche war scheiße, aber am letzten Tag haben wir noch mal das Glück gehabt und hat sich ein richtig geiles Wolkenmeer uns präsentiert. Uhr schön war, eben Park leider nicht geshaped, Kicker konnten wir nicht fahren. Aber wenigstens haben wir Böxli und ein bisschen Rails geben. Und haben nochmal, denke ich mal, super Aufnahmen können machen mit dem geilen Wolkenmeer hinten dran. Ja, jetzt die Woche Hintertux war nicht einfach nur der Auftakt für den Winter, sondern wir haben uns auch eine neue geile Cam gekauft, eine Canon 7D. Und mit der ist einfach verdammt geil, die Tiefe und Schärfe und einfach die Farbe, wie sie zur Geltung kommen. Und ja, das war so ein bisschen der Testlauf von dieser Cam und hat sich wirklich bewährt. Geile Aufnahme. Ja,
Eben nach diesen 5 Tagen in Hintertux war für uns Snowboard noch nicht ganz fertig. Wir sind dann noch ins KTO und konnten dort am ersten Tag, am Freitag, nochmal richtig geil den Mini-Shred geben. Weil auch dort im KTO war das Wetter leider scheiße gewesen. Aber am Freitag hat es mal für 3 Stunden aufgemacht. Und haben wir richtig uns richtig austoben und all die kreativen, geilen Objekte, die drin hat, geben und geniessen. Also schlussendlich muss man sagen, mega fettes Kompliment an Katja, die hat einen geilen Mini-Shred hergestellt, vor allem mega kurzfristig. Und eben von Mülltonnen, die hängen zum Banken, über Up-Rails und CVP-Röhren in allen möglichen Variationen. Und auch kleine Kickerli, um ein bisschen dumm zu tun. Das war es also mit dem ersten Podcast von Borders Valley, von der Session in Österreich. Und ich hoffe, man sieht sich bald wieder bei unserem nächsten Podcast.